Das Wort ist nun die Frau Abgeordnete Katharina Kocharowitsch. Ich erteile sie. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Präsident, werte Frau Bundesministerin, geschätzte Kollegen und Kolleginnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Meine Damen und Herren, wir steigen an dieser Stelle aus der Live-Übertragung aus dem Nationalrat aus. Im Anschluss sehen Sie Wichtiges vom Tag in Österreich heute und schon morgen um 9 Uhr beginnt Tag 2 im Nationalrat. Die Themen unter anderem Aufstockung der Notstandshilfe, Corona-Hilfen für Künstlerinnen und Künstler oder die umstrittene Einstufung von Menschen mit Behinderungen als arbeitsunfähig. Die Sitzung morgen beginnt mit einer Fragestunde an den Arbeitsminister Martin Kocher, ab 9.05 Uhr hier in ORF3. Ich danke ganz herzlich für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Warum hätten? Eigentlich glaubt man nicht, dass man da was dagegen haben könnte. Aber die ÖVP und die Grünen sehen das ein wenig anders. Sie haben den einen Antrag abgelehnt und die neue Methode. Auch für mich, nämlich, ich bin jetzt schon ein bisschen länger dabei, aber seit kurzem gibt es diesen sogenannten Paragraph 27 Absatz 3 der Geschäftsordnung. Werte Zuseherinnen und Zuseher, da geht es darum, dass man ganz einfach einen Antrag von den Oppositionsfraktionen ablehnt und einen verwässerten einfach einbringt, damit man dem dann irgendwie zustimmen kann. Und der Antrag, der von Ihnen, werte Kollegen und Kolleginnen der ÖVP und der Grünen, eingebracht wurde, ist verwässert, weil der beleuchtet die Teilzeitvariante nicht, der beleuchtet lediglich die Karenz. Warum wohl? Wo möchte man da genau nicht hinschauen? So, das ist die eine Realität in den parlamentarischen Ausschüssen. Die zweite Realität in den parlamentarischen Ausschüssen, die wir mittlerweile wöchentlich erleben, ist das sogenannte Instrument der Vertagung. Sie können sich gar nicht vorstellen, was da manchmal für Argumente kommen. Ich bin davon überzeugt, wären die Ausschüsse öffentlich, würde nicht so argumentiert werden, weil es manchmal wirklich sehr blamabel ist. Gleichbehandlung ist der Bundesregierung anscheinend ziemlich egal, weil es ist wieder etliches vertagt worden. Und es ist einfach keine Zeit mehr zu vertagen. Es gibt keine Zeit mehr zu vertagen und irgendwelche Evaluierungen vorzuschicken. Das bringt nämlich nichts, so auch wie letzte Woche. Es bringt keinen Diskriminierungsschutz mehr. Ich erinnere an unsere Anträge im Zusammenhang mit der LGBTIQ-Community. Wir haben Anträge gestellt zum nationalen Aktionsplan, der endlich auf die Füße kommen muss. Wir haben Anträge zum Leveling abgestellt. Seit 10 Jahren warten wir hier auf Entscheidungen, nämlich auf den umfassenden Diskriminierungsschutz auch im Privatleben. Wer blockiert? Die ÖVP. Ich frage mich wirklich, wer von Ihnen noch im Jahr 2021 überzeugt werden muss. Wir geben Ihnen heute noch einmal die Chance, weil Hass und Hetze, Übergriffe auf die LGBTIQ-Community einfach wirklich sozusagen jetzt zunehmen, ganz massiv zunehmen. Es wurde erst am Montag wieder in Bregenz das Symbol schlechthin, nämlich die Regenbogenfahne, angezündet. Diese Attacken sind keine Einzelheit mehr. Wir müssen da ganz vehement dagegen vorgehen und tun wir das bitte wieder gemeinsam. Eine besonders vulnerable Gruppe möchte ich auch nicht außen vor lassen, nämlich die LGBTIQ-Schutzsuchenden. Sind Fragen zum Teil in Asylverfahren ausgestellt, die unfassbar sind. Auch dagegen müssen wir vorgehen. Ich möchte Ihnen nochmal die Chance geben, heute für einen umfassenden Diskriminierungsschutz für die LGBTIQ-Community zu sorgen und darf deshalb einen Antrag einbringen, nämlich einen Antrag der Abgeordneten Mario Lindner, Katharina Kocharowitz, Ingenieur Reinhold Einwallner, Genossinnen und Genossen betreffend nationaler Aktionsplan gegen Diskriminierung von LGBTIQ-Personen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integration im Bundeskanzleramt, wird aufgefordert, umgehend einen nationalen Aktionsplan gegen Diskriminierung und für die Akzeptanz von LGBTIQ-Personen vorzulegen. Es ist keine Zeit mehr zu vertagen. Beschließen wir den umfassenden Diskriminierungsschutz jetzt. Frau Katharina Kocharowitz von der SPÖ und die Frauensprecherin der ÖVP ist am Wort, Elisabeth Furtscheller. Er steht somit auch in Verhandlung. Am Wort ist dann Diplomkauffrau Elisabeth Furtscheller. Bitte, Frau Abgeordnete.